Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir haben uns beim letzten Mal hier in der zweiten Mission der russischen Kampagne aufgebaut und ja, wir sind leider nicht über den Status hinausgekommen, weil die Gegner einfach scheinbar überall sind. Und ja, wir haben hier oben scheinbar noch irgendwas, was wir da erkunden können. Okay, dann würde ich sagen, wir haben uns hier diese Armee aufgebaut. Jetzt kommt die wieder mit ihren Hubschraubern gegen die Bürger. Machen wir das doch einfach mal. Zieh die einfach in die Flachs rein. So. Einfach in die Flachs reinziehen hier. Das kann doch nicht so schwer sein. So. Bäm. So. Und ihr könnt euch hier weiter durchkämpfen, ja? Sehr gut. Alles klar, das heißt, ja, die, die Holz haben und die, die Gold haben, ne, die sollen wieder zum Gold. Der kann wieder zum Holz. Gold, Holz, Gold, Gold. Auch Gold, Holz, okay. Alles klar, dann, liebe Freunde, würde ich mal sagen, gucken wir doch mal, was wir hier oben an der Unterstützung haben. Hier oben ist Winter angesagt, tatsächlich. Okay. Hier oben soll irgendwas von uns sein. Ah! Kriegsschiffe bauen, müssen aber eine gute Strecke zu unseren Feinden im Westen zu haben. So. Da kommen jetzt wieder die Cyborgs. Oh, Leute, ihr seid doch beknackt. Ihr seid doch bescheuert mit euren Zeus-Cyborgs. Baut diesen Turm fertig. So, ey, das werde ich schon überleben, aber es ist halt immer so bitter. Diese Cyborgs, die sind einfach so stark. Das kann man gar nicht anders sagen, ey. Bürger, schießt auf die Cyborgs. Ich weiß, das ist totaler Selbstmord, aber was soll ich denn machen? Ich habe meine Armee jetzt da oben. So, die Artillerie bitte. Verdammte Kacke, ey. Verdammte Kacke. Und ich habe keine Steine mehr jetzt hier für die Türme nachzubauen. Oh Gott, Bürger, geht da raus. Puh. Hallo? Könnt ihr mal das Ding kaputt machen? Das ist jetzt echt Kacke, muss ich sagen. Aber wir haben da zumindest schon mal... Der Bürger. Ja, genau, der Bürger. Bürger, du machst das. Wir werden angegriffen. Jetzt sind sie hier auch alle platt. Puh, der Bürger. Na komm, mach die Artillerie kaputt. Richtig cool. So, ja, muss ich halt mit Schwarzhemden hier arbeiten und mit Panzern. Wir werden angegriffen. Nein, 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 lass das. Verdammt. Ach, wo denn jetzt schon wieder? Lass doch mal meine Flachs in Ruhe. Was hat der Gegner gegen meine Flachs? Jetzt mal ganz ehrlich. So. So. Für das Volk hier. So, Bems. Wo werden wir jetzt schon wieder angegriffen? Nirgendwo. Okay. Ich muss mich hier echt... echt vorsehen. Vor allem, weil auch auf einmal... Hier war in der letzten Folge ein Stein vorkommen. Das ist jetzt komischerweise weg. Das ist meine Angriffsarmee hier. Meine Fresse, wir werden überall angegriffen. So, aber wir müssen unbedingt die Rebellen platt machen. Unbedingt. Ich brauche Bürger. Ich brauche ganz dringend neue Bürger. Was ist da schon wieder? Hubschrauber. Okay. Was ist hier? Stacheldraht. Warum fahrt ihr immer nach da vorne? Deswegen, okay. Alles klar. So. Mach den Bürger platt. So. Alles klar, dann bitte hier einmal durch. Was soll das denn hier? Warum... Ah, ich habe das zu weit nach vorn gezogen. Okay. Da kommt er wieder mit Hubschraubern. So, wisst ihr was? Habe ich hier irgendwie... Ich habe auch Hubschrauber. Haha, ich habe
Ja, Sea Kings, toll. Das bringt mir nicht viel. Sea Kings sind für, wie der Name schon sagt, Seeeinheiten. So, dann macht diesen Rebellenhubschrauber platt. Das ist so geil, die Schwarzhemden, die können auch hier gegen die Hubschrauber gehen. So. Und hier. Hallo? Scharfschütze. Also wirklich. Meine Angriffsarmee ist auch bald platt. Ohne Scheiß. Jetzt fährt der Panzer wieder da vorne irgendwo hin. Das kann ja wohl nicht angehen. So, dann repariert mal bitte. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Okay, brauche ich hier Grigor? Wobei, der muss ja überleben, ne? Türme kann ich leider keine mehr bauen. Was ist jetzt hier oben? Fregatten. Okay. Wow. Wartet mal, dafür habe ich doch die Sea Kings zur Unterstützung. Die können nicht schießen, was? Warum könnt ihr nicht schießen? Was ist da? Ach du Heilige! Was kommt denn jetzt hier an? Lustig. Boah. Kann das mal aufhören? Wie viele Schiffe sind das? Alter, ja, die Türme, die kriegen das hin. Also, so ist es nicht. Nach den Turm platt, die Panzer platt. So. Ihr mit euren rückständischen Waffen hier. Die Rebellen. Ja, ja, Rebellen. So, und nach diesen Hubschrauber da weg. Nee! Ach so, ich dachte, ich hätte jetzt hier verloren. Die Siegerseite bestimmt die Verräter. Wir müssen wohl weiterreden. Warum verliere ich hier meine Einheiten eigentlich? So. Kabäum. Ach, da ist ein Turm! Ja, toll. Gut, dass ich den auch jetzt erstmal sehe. Verdammt. Wo bleibt meine Artillerie? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Bam, okay, sehr gut. Scheiße. Oh, nein. Boah, das ist krass. Shit, das muss ich leider nochmal laden. Oder? Nee, ich hab's nicht gespeichert. Ich hab's nicht gespeichert. Ach, verdammt mich, ey. Ach, ihr nervt. Ihr nervt tatsächlich. Bau mal bitte eine weitere Panzerfabrik. Wir werden angegriffen. Boah, wisst ihr was? Ich nehme gleich Atombomber. Ihr nervt. Obwohl ich die gar nicht benutzen wollte. Du nervst mit deinem scheiß Hubschrauber. Mensch. Meine schöne Artillerie, Mann. So. Verdammte Kacke. So, wisst ihr was? Wer schießt hier auf Grigor? Wer schießt hier auf Grigor? Grigor macht die Bürger platt. Wer schießt hier? So, zwei Panzerfabriken, das heißt einfach Panzer bauen hier. Und hier auch einiges an Einheiten einfach bauen. Oh, ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Ihr sammelt Nahrung, okay. Was macht ihr denn da? Ach, das ist mir ein bisschen zu unkoordiniert alles hier. Ja, Sea King. Ich weiß nicht, wofür ihr da seid. Keine Ahnung. So. Schwarzhemden, kommt mal bitte hier hin. Der will sich hier aufbauen, ne? So. Ich höre doch hier die ganze Zeit die Scharfschützen, Leute. Was ist denn hier los? Was ist denn das schon wieder? Ey. So durcheinander alles. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. So, jetzt hat er gespeichert. Okay. Jetzt kommt er wieder mit seinen Kack Cyborgs hier an. Wartet mal. Macht die mal alle platt.
So, hier. Jetzt kommt er wieder mit seinen scheiß Cyborgs an. Okay, das haben wir aber hingekriegt. So, sehr gut. Für das Volk, Leute. So, mach diese Leopardpanzer platt. Oh, was ist denn hier los, ey? Was ist hier los? Jetzt auch von hier. Der hindert meine Bürger am Arbeiten. Ach ja. Warum kann ich hier keine Artillerie bauen? Eisenholz. Habe ich hier einen freien Bürger? Ja, habe ich. Flachs habe ich, kann ich auch keine bauen. Warum denn nicht? Ach, kein Holz wieder. Boah, ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Und dann machen die auch noch meine Bürger platt. Dann sind die auch noch so feige hier. Ja, kack. Hubschrauber, ey. Freunde. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich hier die Mission nicht mal neu starte. Das ist ja so krass, was hier alles angeschissen kommt von dem Gegner. Ah, da seht ihr das jetzt. Die Türme stehen im Weg. In diesem Dreckshubschrauber, echt. Jetzt schieß doch mal auf den Hubschrauber, danke. Okay, ich habe keine Bürger mal wieder. Warum kann ich jetzt keine... Ach so. Aha. Bevölkerungslimit erreicht. Warum auch immer. Oh, deswegen. Deswegen. Okay. Dann... Ja, damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Alles klar. So, dann... Da ist wieder so ein Drecksscharfschütze. Damit kann man arbeiten. Schaut euch das an jetzt hier. Bams, jetzt überrollen wir den hier zumindest mal. Der hat jetzt hier nicht ernsthaft ein Flugfeld aufgebaut. Okay. So, die Rebellengebäude platt machen hier. So. Auf alles, was sich bewegt da. So, wunderbar. Das Bevölkerungslimit muss sich ja lohnen. So. Und ja, liebe Freunde, dann hoffe ich, dass euch das hier trotzdem gefällt. Wie wir jetzt hier die Rebellen platt machen. Auch wenn wir hier gerade übelst verkacken. Hier oben brauche ich auch noch eine Flak eigentlich. Oh Mist, nein! Oh Scheiße. Einen Jäger kann ich auch nicht bauen. Warum nicht? 100 Gold, 100 Eisen. Wegen Bevölkerungslimit. Oh shit. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, okay. Alles klar. Das heißt, ich muss eigentlich... Warte mal, ich muss leider ein paar Bürger opfern, ganz im russischen Stil. Nein, was? Hört doch mal auf, Einheiten zu bauen. Der ist doch platt, der Gegner hier. So. So, jetzt haben wir hier zumindest nichts mehr. Mach mal einen Panzer weg. So, die brauchen nämlich zwei. So, einmal Jäger bitte. Ich brauche einen Jäger hier. So. Oh, gut, Gott sei Dank. Dann haben wir die Grünen zumindest schon mal platt. Das ist schon mal etwas. Und wir können hier zumindest Punkte verteilen. Okay, Belagerungswaffen, Angriff. Bogenschützen. Bürger. Geschwindigkeit. Gar keine schlechte Idee. Cyborgs haben wir leider noch nicht. Panzerabwehr. Flugzeugbomber. Nee, Flugzeuge will ich eigentlich auch nicht. Hier, Flugzeuge des. Infanterie-Distanzangriffe. So, das muss erstmal reichen. Ja, klar. Hauptsache, die schießen noch, obwohl die Rebellen schon platt sind. Ist auch geil, echt. Alles klar. Ja, dann schießt halt dieses Gebäude hier kaputt.
Ist okay. Ach du Heilige. Schaut mal hier. Pandora Cyborgs. Lass meine Bürger in Ruhe. Ich bin zum Glück rechtzeitig da. Die halten nichts aus, die Dinger. Seht ihr das? So. Und der ist schon wieder mit Lufteinheiten hier. Verdammt mich, ey. Der Lilane, der geht mir auch ganz schön auf die Nerven, muss ich sagen. Aber ich glaube, so langsam haben wir Ruhe, glaube ich. Ah! St. Petersburg. Wir können U-Boote bauen. Trident-U-Boote. Und Nautilus-U-Boote. Nicht schlecht, aber ich glaube... Ich bräuchte eigentlich erstmal ein Krankenhaus, ne? Für das Volk. Heilt euch mal alle. So. Ah, sehr gut. Wir haben jetzt hier unseren Jäger rumtüppeln. Sehr gut. Und ja, dann... kommen wir ja tatsächlich Schritt für Schritt vorwärts in dieser Mission. Das ist doch schon mal gut, ne? 90 von... Und wir haben 110 mehr Bevölkerung. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann können wir uns schon mal hier mal ein bisschen wieder aufbauen. Puh. Einmal durchatmen. Das war ja schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und wir haben ja hier rechts auch... Die Steinvorkommen, die sind aber auch endlich, muss ich sagen. Aber da der Grüne jetzt platt ist, können wir da in Ruhe bauen, abbauen, denke ich. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Gib mir Holz. Ich und mein Holz. So, dann... Jawohl, dann schreiten wir mal weiter voran hier. Was müssen wir nochmal genau machen hier? Wir sollen, glaube ich, zwei Kapitole platt machen, richtig? Hier, Missionsziele. Krieger muss die Eroberung indem er zwei der drei Kapitole in Kiew. Ach, Kiew, das ist ja unten. Oslo und Kopenhagen. Dann nehme ich Kiew und Kopenhagen, würde ich sagen. Hier unten ist irgendwo Kiew, dann... Ach? Die Sea Kings... Na gut, okay. So. Ja, genau. Ganz genau. So. Ah, hier ist der... Ah! Hier ist der Lilane. Okay. Alles klar, ja dann... Ach du Heilige. Was schießt hier eigentlich die ganze Zeit? Ah ne, okay. Geil. Alles klar. Was ist das hier? Ukraine. Ah, okay. Westliche Alliierte. Pff, so ein Quatsch, echt. Oh, die haben aber auch schon Lasertürme. Igitt. Das ist eklig. Na, kommt. Mach die platt. So. Ein Priester? Habt ihr das gesehen? Das war ein Priester. Und natürlich braucht er genau die richtige Einheit. So. Ihr macht bitte zuerst diesen Turm platt. So, jetzt hier auf die Hubschrauber. Was kommt hier jetzt wieder an? Panzerabwehr. Lustig, ey. So, bam, bam. Alles platt machen hier, so. Und die Stadt platt machen, los. Ich weiß nicht, was das ist, aber westliche Alliierte auf jeden Fall. So, wunderbar. Da kommt wieder was. Ukraine hier. Kann ich jetzt eigentlich... Ach, schaut mal. Das ist doch jetzt interessant. Jetzt kann ich auf einmal Tribute zahlen. Das ist doch total beknackt, oder? Jetzt kann ich auf einmal Tribute zahlen, wenn ich das möchte. Aber nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Die sind blöd. Aber krass, ne? Dass das da tatsächlich in der Mission nicht ging. Komisch, echt. Was ist da oben? Oh! Oh, scheiße. Bomber. Boah, einmal ein Bomber. Oh, 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 oh. Wo kommen die denn eigentlich her, sagt mal? Wo kommen die her?
Ich bin doch hier voll... voll hier durchmarschiert. Was machst du da? So. So, da ist jetzt auch wieder hier Ukraine. So. Boah, seid ihr hartnäckig, ne? Ihr seid echt hartnäckig. So. Aha, zum Glück haben wir ja die Schwarzhemden dabei. Die können auch gegen die Hubschrauber kämpfen. Richtig gut, ey. So. Habärm. Ich habe meine Gladiator-Panzer. Oh, was kommt denn hier alles an? Haben wir es bald mal, ey. Da wollte ein Priester mich bekehren. Ich fasse es nicht. Ein Priester. Alles klar. Hier kommen noch mehr. Irgendwie nervt das gerade. Wartet mal. Da kommen noch mehr Einheiten. Was eine Masse. So, Priester platt machen. Sehr gut. Ja, die Ukraine hat ihre Panzerproduktion. Oh, Autosave. Okay. Macht bitte diesen Hubschrauber platt. Und ihr auch, bitte. So. Da kommen wir dann auch in die Ukraine rein. Alles klar. Westliche Alliierte. Was ist das denn? Das war ein Sturmroboter. So, geht aber mal raus da. Könnt ihr mal aufhören, Einheiten zu produzieren? Verdammt nochmal, wie viele soll ich noch platt machen? Nö, 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 nö. Priester wegmachen, los. So, wunderbar. Alter Schwede. So, platt machen den Driss hier. So. Dann hier die ganzen Einheiten wegmachen, so. Puh, dann muss ich jetzt irgendwie hier weiter mich hier durchkämpfen. So. Alter, was zur Hölle? So, mach diese Hubschrauber da platt. Die Hubschrauber, die nerven mich richtig, ey. Auch wenn die nicht viel Schaden machen, aber... verdammt. So. Die stehen direkt nebeneinander, seht ihr das? Und haben drei Türme hier. Drei fucking Türme. Das reicht nicht. Warte mal, ach Quatsch, was mache ich denn da? Warum gehe ich da überhaupt in die Türme rein? Nein, jetzt hört doch mal auf. Geht doch mal da raus. So, jetzt aber. Alter Schwede. Ich muss gleich wieder Einheiten bauen. Was ist das da? Ein Sturmroboter. So. Ja, dann kämpft euch halt einfach hier durch. Macht so viel Schaden, wie es noch geht. Oh, und dann habe ich gleich auch ziemlich viel Bevölkerungslimit. Ja. Sehr gut. Wir haben den Gegner schon ordentlich geschwächt, muss ich sagen. Jetzt kriegen wir auch genug Holz rein. Das heißt, wir können... reparieren wir das Zeug hier, oder? Ach, Quatsch. Wo werden wir jetzt okay, das ist nicht schlimm. Das hier ist ja gut abgesichert. So. Alles klar, dann haben wir die Gegner eigentlich schon mal wieder ein bisschen geschwächt. Was sehr gut ist. Und dann können wir einen neuen Anlauf gleich starten. Ich sehe hier was Gelbes. Ja, was ist das? Kreuzer. Sagittarian, okay. Gut, also die hier unten, die sind ziemlich befestigt. Aber gegen diese Türme helfen in der Regel, hier, diese Haubitzen ganz gut. Wir werden angegriffen. Was denn jetzt schon wieder? Wir werden angegriffen. Oh, das sind aber ein paar viele gerade. Haben die auch Schwarzhemden? Die haben auch Schwarzhemden, was soll das denn? Ja gut, aber die gehen ja. Was versucht der hier? Was versucht der hier, bitte? So, ich bräuchte hier eigentlich auch mal zwei Bürger. Ach du Heilige, jetzt hör doch mal auf. Bürger, wisst ihr was? Ihr könnt euch ja wehren. Macht den kaputt. Macht diesen Wachposten platt.
So. Ach, der Turm! Der Turm! Dieser Drecksturm, ey. So. Was ma... Wo kommen die her? Wo kommen die her? Sag doch, wo kommen die her? Geh mal rein hier. Verdammt nochmal. Wo kommen die her? Ach, das hier, da kann ich halt ein U-Boot bauen, mein Gott. Ihr habt da Spaß, ne? Nee, nee, nee. So, ich brauche hier ein neues Ding. Der Schwarzhelm. Offizier, krass. So, da kommt er jetzt wieder mit Hubschraubern angeschissen. Ich muss unbedingt erstmal mehr Bürger bauen. Ganz dringend, ey. Ganz dringend mehr Bürger. Dann mache ich das aber auch mal. So. Da kommt er wieder mit seinen Robotern an. Ich glaub's ja nicht. Ich habe noch keine Einheiten. Ich habe noch keine Einheiten. Was wollen die Briten denn jetzt? Ach Leute, wisst ihr was? Das muss ich echt laden. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. So, egal. Mach das Gebäude weg. Die Gegner hier sind echt hartnäckig, muss ich sagen. Die sind echt hartnäckig, aber... Da können wir jetzt zum Glück erstmal direkt gegensteuern. So, Bürger, 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 Bürger. Der kann ja heilen. Also kann ich den eigentlich auch mitnehmen. Warum habe ich den nicht mitgenommen? So, okay. Das heißt, die Einheiten werde ich erstmal behalten, tatsächlich. Kannst du Panzer heilen? Geht das? Leider nicht. Okay. Das heißt, die Panzer schicke ich mal hier ins Krankenhaus. Was haben wir denn hier? Wir haben plus 3 zu Angriffen von Bürgern. Ja, warum eigentlich nicht? So. Das ist halt in dieser Mission so verwirrend, liebe Freunde, weil hier halt alles schon aufgebaut ist. Und solche Missionen mag ich eigentlich eher weniger. Muss ich sagen, weil man dann nicht selber handeln kann. Das ist es halt. Ich brauche hier wirklich massig Bürger, ey. Massig Bürger. So. Und ihr baut euch bitte vernünftig auf. Keine Steine. Macht einfach Flachs dahin. So. Und du, Frau? Du kannst mithelfen. So, und ihr baut auch mal ein paar Flachs auf, bitte. Einfach nur Flachs. So, die sind wieder voll. Sehr gut. Die sind auch alle voll. Sehr gut. Und du heilst dich ja selber. Gut, alles klar. Was will der jetzt hier? Keine Ahnung. Der kommt ja immer reingefahren, das ist ja sehr gut. Was? What? Okay. Da oben sind Kasernen. Ach, da sind die hergekommen. Ja, dann. Ja, dann. Wartet mal, ich baue mal ein paar Paladin-Kanonen. Da sind die also hergekommen. Okay. Dann. Turm hier aufbauen, los. Wo werden wir schon wieder angegriffen? Dann zieh die halt hier in die Türme rein, Mann. So. Hier unten brauche ich aber auch noch einen Turm, ey. Mach den platt. So, wunderbar. Sehr gut. Gut. Alles klar. Puh, ey. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Nicht schlecht.
Die Flachs, die sind alle fertig. Oh, wunderbar. Bürger habe ich jetzt auch, haben wir jetzt auch en masse. Wunderbar, und da kommt er schon wieder. Da kommt er jetzt wieder mit Panzern. Oh, um Gottes Willen. Was kommt denn hier jetzt wieder alles an? Zieh die mal hier in die Türme rein. Jetzt lass doch mal die Bürger arbeiten, Mann. Wie er auch immer Unordnung stiftet. Der Gegner. Wie er immer Unordnung stiftet. Ja gut, wehrt euch halt. Wehrt euch halt. So. So, die kriegt er platt. Sehr gut. Jetzt kann Turm reparieren. Es war so klar. Genau deswegen habe ich mir den Turm aufgebaut. Genau deswegen. Verdammte Hacke, ey. Echt. Gut, die Flak muss repariert werden. Ansonsten nehme ich mir die nochmal mit und mache hier unten noch einen Steinvorkommen sichern. Und dann haben wir eigentlich wieder eine schlagkräftige Armee. Gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.